بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister im Islam, nach einer etwas längeren Ramadan-Pause wollen wir heute inshallah ta'ala unsere schöne Reihe fortsetzen über die Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über die Lebensgeschichte, die Biografie des Besten aller Menschen. Und wir hatten bei unserer achten Folge über die zweite Offenbarung gesprochen gehabt. Und bei unserem Vortrag davor sprachen wir über den Beginn der Offenbarung, wie sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam barakallahu fik in Ghar Hira zurückzog und Jibril alaihi salam zu ihm in der Gestalt eines Menschen kam und ihm daraufhin die ersten Versen des Korans offenbarte. اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Und wie dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er zu seiner Frau Khadija ging und sich durch sie beruhigen ließ und dann noch einmal eine Bestätigung erhielt durch Waraq ibn Nawfal, wie dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam zunächst erst einmal keine Offenbarung erhielt. Und diese sogenannte Fatra, diese Zeit ohne Offenbarung, entweder einige Tage oder einige Wochen oder sogar ein ganzes halbes Jahr andauerte, wie es einige der Sira-Experten gesagt haben, aber höchstwahrscheinlich es nur einige Tage gewesen sind. Und dann die zweite Offenbarung auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabkam, welche den Propheten sallallahu alaihi wasallam nun direkt aufforderte, sich mit dieser Botschaft an die Menschen zu wenden, nämlich die ersten Verse von Surat Al-Muddathir. Ya ayyuha al-Muddathir, o du Bedeckter, qum fa'anzir, steh auf und warne. وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ, und verherrliche deinen Herrn. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, und reinige dein Gewand. وَالرُّجَزَ فَهْجُرْ, und lass ab vom Götzendienst. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, und hab Geduld gegenüber deinem Herrn. Und wir haben ausführlich über diese zweite Offenbarung gesprochen gehabt, welche Aufforderungen und Gebote Allahs sie konkret für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam enthielt. Und heute insha'Allah ta'ala wollen wir beginnen, uns mit der ersten Phase in der Verbreitung der Botschaft des Islam zu beschäftigen. Und zwar haben die Sira-Gelehrten die Phasen der Da'wa, der Verkündung der Botschaft, in mehrere Phasen unterteilt. Also die Zeit der Verkündung, entschuldigt, in mehrere Phasen unterteilt. Einmal ganz grob aufgeteilt, die Phase in Mekka und die Phase in Medina. 13 Jahre in Mekka und 10 Jahre in Medina. Und dann wurde noch einmal die Zeit in Mekka ebenfalls unterteilt. Und zwar ganz grob einmal in die Zeit, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Geheimen seine Botschaft verkündete. Al-Israru bid-Da'wa, Al-Marhalatu Sirriya, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch nicht öffentlich an die Menschen ging, sondern im Geheimen mit einigen Menschen gesprochen hat. Und wie lange hielt diese Phase an?
Wie lange hielt diese Phase an? 3 Jahre, genau. Und dann beginnt die sogenannte Al-Marhalatul Jahriya lid-Da'wa. Die Zeit, in der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam öffentlich die Menschen zum Islam einlud und den Islam verkündete. Und diese Phase kann man auch nochmal unterteilen, aber dazu später mehr. Aber erst einmal ganz grob haben wir die Al-Marhalatul Sirriya und dann haben wir die Al-Marhalatul Jahriya. Die ersten 3 Jahre, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Botschaft im Geheimen verkündete und einzelne Leute ansprach, denen er vertrauen konnte und auf die er sich stützen konnte und von denen er wusste, dass sie aufrichtig sind und dass sie dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht hintergehen werden oder verraten werden. Und dann haben wir die sogenannte Al-Marhalatul Jahriya, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt von Allah ta'ala die Aufforderung erhielt, sich an die Menschen zu wenden. Fasda' bima tu'maru. Fasda', tritt hervor mit dem, was dir befohlen wurde. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Worte umsetzte, wie wir später noch sehen werden, und sich dann an die Quraysh als Ganzes wandte. Und wir wollen uns jetzt heute, insha'Allah ta'ala, mit der sogenannten Al-Marhalatus Sirriya, mit dieser geheimen Phase, beschäftigen. Und uns einfach mal anschauen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier vorging. Welche Prioritäten der Prophet sallallahu alaihi wa sallam setzte. Wie er die Menschen zum Islam einlud. Und wie er es schaffte, ein festes Fundament für seine neue Gemeinschaft zu gründen. Die ersten Muslime, die den Islam annahmen, waren zunächst erst einmal Menschen gewesen, die dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam sehr nahe standen. Und wir wissen schon, wer der erste Mensch gewesen ist, der überhaupt die Botschaft angenommen hat. Wer war das gewesen? Wir hatten das ja im Grunde genommen schon heute auch wiederholt gehabt. Wer war der erste Mensch, der überhaupt die Botschaft des Islam annahm und akzeptierte? Im Grunde haben wir es ja heute schon gesagt. Wer war der allererste Mensch gewesen? Ja? Hä? Ja, deine Frau Khadija radiallahu anha. Er ist direkt von Hira zu ihr gegangen und sie hat ihn umarmt und hat sofort seine Botschaft akzeptiert und bestätigt. Wollte noch einmal ganz sicher gehen und ist dann zu ihrem Verwandten Waraqa ibn Naufal gegangen, von dem sie wusste, dass er sich auskennt mit den Schriften der Leute der Schrift, das heißt der Christen, und der auch zum Christentum übergetreten war und wollte das doch einmal bestätigt haben. Und sie war somit der erste Mensch überhaupt, der die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala angenommen hat. Der erste Mensch überhaupt ist eine Frau gewesen, nicht ein Mann. Ja, im Grunde genommen, und das hatten wir das letzte Mal schon gesagt gehabt, kann man sogar sagen, der erste Mensch überhaupt, der den Propheten als Prophet akzeptiert hat, ist Khadija gewesen. Sogar schon fast vor dem Propheten selbst. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich noch in diesem Moment unsicher war. Ist es ein Dämon gewesen? War es ein Engel gewesen? Ist es wirklich die Botschaft Allahs? Natürlich wusste er im tiefsten Inneren, es ist etwas Höheres gewesen. Aber er brauchte die Bestätigung. Das heißt, der erste Mensch, der das bestätigt hat, der ihn selbst bestätigt hat, als Gesandten Allahs, ist eine Frau gewesen, welche an seiner Seite stand, welche ihm Kraft gab. Und nach Khadija gab es noch weitere wichtige Persönlichkeiten, welche den Islam annehmen sollten. Die Gelehrten sagen, das erste Kind, was den Islam annahm, und hier gibt es jetzt sehr, sehr viele verschiedene Überlieferungen, die man irgendwie miteinander in Einklang bringen muss. Das erste Kind, welches den Islam annahm, ist wer gewesen? Hm? Nein, vor Zaid noch.
علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عفوا ما سمعتك. بس إيش كنت فس الإسلام أنم علي ابن أبي طالب كيف زمية ألف أجر كان كم عمره حينما أسلم؟ Ja, manche sagen 10, manche sagen 12. Es kommt darauf an. Also er ist noch sehr, sehr jung gewesen, als er den Islam angenommen hat. Aber er war schon so reif gewesen, dass er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam akzeptierte und sofort wusste, dass er nicht ein Hochstapler war. Warum wusste er das? Weil er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam tagtäglich erleben durfte. Er hat nämlich mit ihm zusammen gelebt. Er ist groß geworden beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam, weil nämlich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei seinem Onkel Abu Talib lebte und dementsprechend sein großer und älterer Bruder gewesen ist und schon fast wie sein Vater gewesen ist. Abu Talib war ein alter Mann gewesen. Und Ali ibn Abi Talib war, wie gesagt, noch sehr jung gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihn regelrecht großgezogen. Und dann der erste unter dem Mawali, das heißt unter denjenigen, die ursprünglich Sklaven waren und dann freigelassen wurden, ist wer? Ist Zayd ibn Haritha, wie du gesagt hast. Und die Geschichte von Zayd ibn Haritha ist ja auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und man darf nicht vergessen, das spielte sich vor dem Islam ab. Bevor er überhaupt Prophet wurde. Und zwar Zayd ibn Haritha wurde als Sklave nach Mekka gebracht. Er war eigentlich ein freier Mensch gewesen. Er war ein freier, Eltern hatte er gehabt und wurde dann von Räubern überfallen, die Sklavenhandel betrieben. Das war damals üblich gewesen und auch später war es noch üblich gewesen, leider. Er wurde einfach versklavt, nach Mekka verschleppt und in Mekka auf dem Sklavenmarkt verkauft. Wer kaufte ihn? Khadija radiallahu anha, welche dann dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam ihrem Ehemann Zayd ibn Haritha als Sklave schenkte. Und er wuchs bei ihm auf. Die Eltern von Zayd ibn Haritha, sie haben Monate und vielleicht sogar Jahre lang nach ihrem Sohn gesucht. Das ist ihr eigener Sohn gewesen, ihr eigenes Fleisch und Blut. Und als sie dann in Mekka ankamen und nach ihm fragten, haben sie ihn wirklich gefunden. Aber er hat jetzt schon einige Zeit, einige Jahre beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam gelebt. Und er ist als kleiner Junge dorthin gekommen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihn regelrecht großgezogen. Er war für ihn wie sein Vater gewesen. Zu diesem Zeitpunkt war er noch versklavt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte seinen Eltern nicht, ihr dürft ihn nicht nehmen. Sondern er stellte Zayd ibn Haritha vor die Wahl. Und er sagte ihm, wenn du mit den Eltern gehen möchtest, dann kannst du gehen und ich werde dich freilassen. Und ich werde auch keinen Preis verlangen für dich. Und wenn du bei mir bleiben möchtest, dann kannst du bei mir bleiben. Woraufhin Zayd ibn Haritha sagte, ich werde niemals diesen Mann, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, gegen irgendjemanden anderen austauschen. Er war zu diesem Zeitpunkt schon etwas älter gewesen. Weil ich weiß, er ist etwas Besonderes. Das muss man sich ja vorstellen. Sein Onkel und sein Vater, beide waren auf der Suche nach ihm gewesen. Und jetzt finden sie ihn. Und jetzt sagt er, ich möchte bei diesem Mann bleiben. Weil ich sehe bei ihm etwas, was besonders ist. Das war noch bevor er Prophet war. Und er ist dann bei ihm geblieben, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn auf Anhieb freiließ für Allah und ihn sogar adoptierte. Und zu diesem Zeitpunkt war das Adoptieren von Kindern noch halal gewesen, noch erlaubt gewesen, bis der Islam das später dann aufhob. Und er hieß wie Zayd ibn Muhammad. Und da ist überhaupt keine Frage, dass dieser junge Mann, als dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit dieser Botschaft kam, ohne zu zögern den Islam angenommen hat. Ich meine, er ist ja genau aus diesem Grund bei ihm geblieben. Und da sehen wir noch einmal, meine lieben Geschwister im Islam, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorher, bevor er Prophet war, für ein Mensch gewesen sein muss. Ein Vorbild in jeder Hinsicht. As-Sadiq al-Amin, der Ehrliche, der Vertrauenswürdige. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, du bist ein Sklavenjunge und jetzt kommen deine Eltern, dein Vater kommt, dein Onkel kommt, um dich zu holen, nach Jahren der Suche und du sagst, ich möchte bei meinem Herrn bleiben. Ich bleibe lieber ein Sklave und bleib hier, als dass ich mit euch gehe.
Was muss der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, bevor er zum Propheten wurde, für eine Ausstrahlung gehabt haben? Was muss das für ein vollkommener Mensch gewesen sein, dass ein Junge lieber bei ihm bleibt als Sklave, als mit seinen Eltern zu gehen, um freigelassen zu werden? Das sind die Akhlaq. Er ist wirklich in jeder Hinsicht vollkommen gewesen, sallallahu alaihi wa sallam. Und hier sehen wir noch einmal, wie wichtig es ist, meine lieben Geschwister im Islam, dass wir auf unseren Akhlaq achten, dass wir auf unsere Charaktereigenschaften und auf unser Benehmen achten, dass wir versuchen, in die Fußstapfen unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu treten, der nur gesandt wurde, um den edlen Charakter zu vervollkommnen. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Ich wurde nur gesandt, um die edlen Charaktereigenschaften zu vervollkommnen. Salawatu rabbi wa salamu alayka ya Rasulallah. Sallu ala Rasulillah. Macht Salawat auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja. Versetzt euch mal in diese Situation, denkt mal selbst darüber nach, ihr werdet versklavt. Also wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, ist es unglaublich, ja? Du wirst versklavt und bist dann bei jemandem als Sklave und dann kommen deine Eltern nach einigen Jahren und du sagst, nein, ich möchte lieber bei ihm bleiben. Was muss das für ein Mensch sein, dass du sagst, ich möchte bei ihm bleiben als Sklave? Lieber bin ich ein Sklave bei ihm, als dass ich frei bin bei meinen Eltern. Das ist unglaublich. Was muss er für eine Ausstrahlung gehabt haben? Wie sehr müssen die Menschen ihn geliebt und geehrt haben, dass jemand bereit ist, bei ihm als Sklave zu bleiben? Und auf jeden Fall, einer der weiteren, welche den Islam angenommen hat, natürlich die Töchter des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ja, die zu diesem Zeitpunkt ja, gelebt haben, ja, Ruqayya und Kalthum, Zainab, alle haben den Islam angenommen. Und sie wurden Muslime, sodass das erste Haus, was vollständig muslimisch gewesen ist, welches Haus gewesen ist? Das Haus unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der auch in der Hinsicht somit ein absolutes Vorbild gewesen ist. Das heißt, er hat nicht nur an die anderen gedacht, sondern er hat in erster Linie an wen gedacht? An seine eigene Familie. Und er hat es geschafft, diese Botschaft an seine eigene Familie zu bringen. Und das zeigt noch einmal was. Die eigene Familie kennt deine Fehler. Deine Mutter, dein Vater wissen ganz genau, wie du tickst. Die kennen deine Macken. Du kannst dich vielleicht nach außen hin verstellen. Du kannst nach außen hin so tun, als wärst du ein besonderer Mensch. Aber deine Familie, die dich großgezogen hat, die wissen ganz genau, wie du bist. Die kennen all deine Fehler, all deine Macken, all das, was du zu Hause machst, dass du zu Hause mal vielleicht nicht so vorbildlich bist in deinem Verhalten, ja, dass du mal nachlässig bist. Ja, jeder von uns weiß ganz genau, worüber ich rede. Ja? Und sie sind die Ersten, die den Islam annehmen, weil sie ganz genau wissen, mein Vater, der ist so vorbildlich, das kann kein Hochstapler sein. Geht gar nicht. Er ist so ein Vorbild, so vollkommen in seinem Charakter, dass er gar nicht lügen kann. Er kann nicht lügen. Egal, was er sagt, ich muss ihm glauben. Es gibt solche Menschen, denen kann man in jeder Hinsicht glauben. Und genau das ist eigentlich das, was Allah Ta'ala von uns verlangt. Dass wir immer ehrlich sind. Dass die Leute uns immer Glauben schenken können. Leider ist das heutzutage nicht mehr der Fall. Bei einer Großzahl von Muslimen. Obwohl die Ehrlichkeit in unserer Religion solch eine wichtige Rolle spielt, gibt es so viele Muslime, die heutzutage nicht ehrlich sind. Und seine Töchter haben den Islam angenommen. Seine Frau hat den Islam angenommen. Sein Adoptivsohn hat den Islam angenommen. Sein Cousin, der bei ihm aufgewachsen ist, hat den Islam angenommen. Ja? Alles Menschen, die ihn kannten, besser als jeder andere. Und das ist der beste Beleg dafür, dass er wirklich der Gesandte Allahs ist. Weil diese Menschen ihn wirklich kennen und ganz genau wissen, wie er war. Und dann gab es natürlich auch seine engen Freunde. Und das ist ebenfalls noch einmal ein Zeichen dafür, dass er wahrhaftig gewesen ist. Wer war nämlich sein engster Freund gewesen, mit dem er sehr viel Zeit verbracht hatte? Es war Abu Bakr gewesen. Abu Bakr, der wirklich sehr intelligent war. Abu Bakr, der es vielleicht sogar selbst verdient hätte, ein Prophet zu sein.
Hätte er in einer anderen Zeit gelebt, dann wäre er wahrscheinlich selbst ein Prophet gewesen. So aufrichtig ist er gewesen. Hätte er in einer anderen Zeit gelebt, wäre er wahrscheinlich selbst ein Prophet gewesen. Und deswegen wird auch überliefert in einer Überlieferung, ich weiß nicht, wie authentisch sie ist. Aber wie gesagt, in einer Überlieferung heißt es, dass wenn es einen Propheten nach mir geben würde, dann wäre es wer? Abu Bakr as-Siddiq. Nein, das ist Muhaddath. Muhaddath ist was anderes als das mit dem Propheten. Ja? In jeder Umma gab es Muhaddathun. Und wenn es jemanden in meiner Umma gibt, dann ist es wer? Umar ibn Khattab. Jemand, der Inspiration erhält. Aber wenn es einen Propheten gegeben hätte nach mir, dann wäre es wer gewesen? Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa arda. Er war jemand gewesen, der aufrichtig war. Er war jemand gewesen, der die Tradition seines Volkes kannte. Er war jemand gewesen, der ehrlich war. Er war jemand gewesen, auf den die Menschen aufgeschaut haben. Er war jemand gewesen, der beste Kontakte zu allen hatte. Und er kannte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er kannte ihn sehr, sehr gut. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann zu ihm mit der Botschaft kam als sein Freund, als sein bester Freund, da hat er nicht einen einzigen Moment gezögert. Abu Bakr, der Menschenkenntnis hatte. Alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Bakr, der Menschenkenntnis hatte. Hört mal zu, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte in der authentischen Überlieferung, die wir bei Bukhari finden, und zwar ging es hier um einen Streit zwischen Umar ibn Khattab und zwischen Abu Bakr as-Siddiq. Und auf jeden Fall wollte sich Umar ibn Khattab, ich fasse es kurz zusammen, dann entschuldigen bei Abu Bakr, aber Abu Bakr ist sehr sauer gewesen. Und dann ging Umar ibn Khattab zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und er ging zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und wollte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam irgendwie ein Wort einlegt, damit Abu Bakr die Entschuldigung akzeptiert. Hört mal jetzt, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte. Er sagte, Inna Allaha ba'athani ilaykum. Allah hat mich zu euch gesandt. Faqultum kadabt. Ihr habt gesagt, er ist ein Lügner. Oder du bist ein Lügner. Wa qala Abu Bakr sadaqa wa wasani bi nafsihi wa malihi. Aber Abu Bakr sagte, er hat die Wahrheit gesprochen und er hat mich unterstützt, seelisch, mit sich selbst und mit seinem Vermögen. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي. Wollt ihr nicht mir meinen Gefährten lassen? مَرَّتَيْن. Das sagte er zweimal. فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا. Und nachdem das geschehen ist, hat ihn niemand mehr geärgert. Keiner hat sich mehr getraut, in irgendeiner Weise sich mit Abu Bakr as-Siddiq zu streiten, weil sie ganz genau wussten, wer Abu Bakr as-Siddiq in den Augen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam war. In einer nicht authentischen Überlieferung, die Ibn Ishaq überliefert, heißt es wie folgt. مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إِلَّا إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ عَنْهُ كَبْوَةٌ وَتَرَدُّدٌ وَنَظَرٌ. Es gab niemanden, den ich zum Islam eingeladen habe, außer, dass er erst einmal gezögert hat, überlegt hat und nachgedacht hat. إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. Außer Abu Bakr. مَا عَتَّمَ عَنْهُ حِينَ ذَكَرْتُهُ وَمَا تَرَدَّدَ فِيهِ. Er hat nicht einen einzigen Moment gezögert. Nicht einen einzigen Moment. Sondern er hat sofort den Islam angenommen. Wieder ein Zeichen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Gesandte Allahs ist. Weil Abu Bakr ist der intelligenteste, der angesehenste Mann der Quraysh gewesen zu seiner Zeit. Und er hat nicht einen einzigen Moment gezögert. Ja, nicht nur das. Sondern Abu Bakr as-Siddiq, er war so überzeugt gewesen von dieser Botschaft, dass er es geschafft hat, innerhalb von wenigen Tagen und Wochen die wichtigsten Stützen des Islams für den Islam zu gewinnen. Wen hat denn Abu Bakr as-Siddiq, wie es Ibn Ishaq überliefert, für den Islam gewonnen? Wer ist denn noch Muslim geworden über Abu Bakr as-Siddiq? Ja, Uthman ibn Affan. Dhinnurain, der Besitzer der beiden Lichter, weil er nämlich die zwei Töchter unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam heiratete, Kulthum und Ruqayya alaihi wa sallam. Dann, wer noch? Ja, sag ruhig, ist kein Problem. Hä? La, 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 Umar ibn Khattab, erst im Fima Ba'd, mit der Akhira.
ها؟ طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله. ها؟ اسئل فات مسلم قفون. ذا نخ؟ الزبير ابن العوام. عبد الرحمن ابن عوف. سعد ابن أبي وقاص. يا؟ أجي زمانها زد سمساك يبقى أبو بكر الصديق. بصد شفاش هاد. بس شنو اللي مفروض دوك فين سويتي لوات في دين الاسلام؟ دي جانس حسنات دي زيك ماخت دي جانس حسنات ولسفيك ماني بابورة ماني بشوستة فان دو الشخص يبقى في دين الاسلام تدوين دو هاستا فيلايشت عن سعد ابن ابي وقاص ولا عن خديجة ولا عن عائشة وانت اين دان هاستو فوقزوكت خلاص فان دو فيلايشت عن بس النخلة زي 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 دو هاست فوقزوكت الحمد لله دي حسنات دي زي ماخن كليكس دو Weil du der Grund dafür gewesen bist, dass sie zu Allah gefunden haben. Und deswegen, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Man da'a ila huda. Ja? Wer zur Rechtleitung aufruft, zu irgendeiner Rechtleitung, ja? Der bekommt, oder man sanna sunnatan hasana, ja? Kana lahu ajruha, wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah. Wer einen guten Brauch einführt, der bekommt den Lohn dafür und gleichzeitig bekommt er auch den Lohn all derjenigen, welche diesen Brauch umsetzen und praktizieren bis zum jüngsten Tag. Bis zum jüngsten Tag. Das heißt, diese Leute, die Sahabe, wenn wir uns fragen, warum haben sie solch eine hohe Stellung? Durch sie sind wir Muslime geworden. Das heißt, alles, was du heute machst, an Gebet, an Fasten, diese ganzen Geschichten, die wir gerade hören, die ganzen Bücher, die geschrieben wurden, die ganzen Filme, die gedreht wurden, all das. Wer kriegt das wieder? Die Sahabe. Das heißt, egal wie viel du tust, du wirst sie gar nicht einholen können. Weil egal was du machst, die kriegen das. Und deswegen haben sie diese hohe Stellung bei Allah. Allah hat sie auserwählt. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Das ist die Gunst Allahs, die er gibt, wen er möchte. Und deswegen die Sahabe, wenn wir von den Sahabe sprechen, dann sprechen wir von einer Stufe, die wir nicht erreichen können. Warum? Nicht, weil wir vielleicht nicht so viel tun können wie sie, sondern weil sie uns einfach vorausgehen. Sie sind unsere Lehrer. Sie sind unsere Meister. Von ihnen haben wir das alles gelernt. Selbst wenn sie Fehler gemacht haben, sie sind Menschen, sie machen Fehler. Deswegen wundere ich mich immer wieder, wenn Leute über die Sahabe so schlecht sprechen. Dein Lehrer kann Fehler machen, oder? Ist dein Lehrer irgendwie ma'sum? Ist er fehlerfrei? Nein, ein Lehrer kann Fehler machen. Er ist auch ein Mensch, aber am Ende ist es mein Lehrer. Und ich versuche, was zu tun? Ich versuche, seine Fehler zu bedecken, bedeckt zu halten. Wenn ich einen Lehrer habe, den ich sehr mag, der mir was beigebracht hat, und dann lerne ich ihn näher kennen und dann sehe ich, ah, der ist ja auch nur ein Mensch. Und sicherlich ist er nur ein Mensch. Als ich ihn von Weitem kannte, dann habe ich ihn als fehlerfreien Menschen gesehen. Aber als ich ihn näher kennengelernt habe, habe ich gemerkt, er hat genauso Fehler wie alle anderen Menschen. Nur er ist trotz alledem ein Vorbild. Er hat mir etwas beigebracht. Was versuche ich dann als Schüler zu tun? Gehe ich dann an die Öffentlichkeit und sage, ah, guck mal, was ist ein Heuchler, guck mal, was der tut? Oder versuche ich, seine Fehler bedeckt zu halten, so gut es geht? Und schaue eher auf seine guten Seiten, und versuche sie hervorzuheben und versuche die Schlechten, selbst wenn Leute schlecht über ihn sprechen sollten, dann zu sagen, er ist nur ein Mensch und er kann ebenfalls Fehler machen. Und genauso sollten wir auch mit den Gefährten unseres Propheten zu Hause umgehen. Sie haben Fehler gemacht. Einige sagen, es gibt auch einige Gruppen im Islam, sie sprechen schlecht über sie. Ja, guck mal, was sie gemacht haben. Und sie versuchen die ganze Zeit immer nur, die Fehler hervorzuheben. Und sie vergessen, das sind Menschen gewesen. Das sind keine Engel gewesen. Wären sie Engel, wäre es etwas anderes gewesen. Aber sie waren keine Malaika, sondern was waren sie gewesen? Menschen. Und Menschen machen Fehler. Menschen treffen mal auch Fehlentscheidungen. Und gerade dann, wenn Menschen Verantwortung tragen, wenn ich ein Kalif bin, dann kann ich es nicht jedem recht machen. Wenn ich der Vorstand einer Moschee bin, ich bin der Vorstandsvorsitzende in einer Moschee, dann werde ich es niemals allen recht machen können. Das geht gar nicht. Sobald ich versuche, es allen recht zu machen, habe ich schon gescheitert. Bin ich schon gescheitert. Es funktioniert nicht. Ein Schiedsrichter in einem Fußballspiel, wenn er versucht, es allen recht zu machen, dann wird er irgendwann mal das Spiel nicht mehr unter Kontrolle haben. Ich habe gestern das Spiel gesehen, Kolumbien ging links. Ja, der Schiedsrichter ist nicht klargekommen. Ja?
Und deswegen, du musst manchmal einfach Entscheidungen treffen. Auch wenn es an einigen wehtut, auch wenn an einigen nicht zufrieden sind mit deiner Entscheidung. Mach das, was du für richtig hältst. Und dann kann es natürlich sein, dass es zur Auseinandersetzung kommt. Und dann kann es sogar sein, dass es zu Auseinandersetzungen zwischen edlen Menschen kommt. Einem Schirr und einem Schirr, einem Gelehrten und einem Gelehrten, ja. Es gab immer in der Geschichte Auseinandersetzungen zwischen Gelehrten. Und wisst ihr, was die Gelehrten gesagt haben? Dass die Auseinandersetzungen der Aqran, das heißt derjenigen, die sozusagen in der gleichen Zeit gelebt haben, wenn sie sich gestritten haben, dass ihre Aussagen in Bezug auf den anderen nicht akzeptiert werden. Warum? Weil er nicht objektiv ist, er ist subjektiv. Weil er ist, wie gesagt, ein Zeitgenosse von ihm. Und er bewertet die Dinge von ihm ganz anders. Wisst ihr, was manche Gelehrte über Abu Hanife gesagt haben? Wenn ihr das lest heute, dann denkt ihr, Abu Hanife war kein Muslim gewesen. Das ist wirklich so. Wenn ihr euch einige Aussagen von großen Gelehrten über Imam Abu Hanife durchlest, dann sagt ihr, das ist kein Muslim gewesen. Sein Sindir, das weiß ich nicht was. Heute würde sich niemand trauen, so etwas zu sagen. Aber ihre Aussage wird nicht akzeptiert. Warum? Weil sie zur selben Zeit gelebt haben. Und weil sie vielleicht ganz anders übereinander gedacht haben, als wir es heute tun. Weil wir rückblickend die Dinge ganz anders bewerten können, als es die Menschen damals tun konnten. Und dementsprechend, wenn es vielleicht einen Konflikt zwischen Abu Bakr gegeben hat und zwischen beispielsweise der Tochter des Propheten aus dem Fatima, alayhi salam, dann können wir das nicht so bewerten wie in ihrer Zeit. Dann müssen wir erst einmal objektiv auf die Dinge schauen und gucken, was hat Abu Bakr as-Siddiq dazu veranlasst, so zu entscheiden, wenn es beispielsweise um das Erbe von Fatima alayhi salam ging. Und er gesagt hat, nein, dieses Erbe erhält sie nicht. Weil er nämlich davon überzeugt gewesen war, dass die Propheten nichts vererben. Und dementsprechend so entscheiden musste als Kalif. Ganz, ganz wichtig. Und deswegen, ich wundere mich immer wieder über bestimmte Gruppen im Islam, welche versuchen, diese ganzen historischen Dinge, die geschehen sind, gegen diese erste Generation, die so herausragend gewesen ist, zu verwenden. Und nichts anderes tut, als versucht zu kritisieren und zu kritisieren und zu kritisieren, anstatt einfach mal zu versuchen, die Fehler zu bedecken und zu sagen, es sind Menschen gewesen, es waren keine Engel gewesen. Und dementsprechend müssen wir versuchen, die positiven Eigenschaften hervorzuheben und die Fehler zu bedecken. Und sie hatten Fehler, gar keine Frage. Abu Bakr as-Siddiq ist also dieser Mann gewesen, der im Grunde genommen wie ein Minister für unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Wie viele Leute sind in dieser ersten Zeit zum Islam übergetreten? Und was waren das für Leute gewesen? Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt hier unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten. Ibn Hisham, der ist derjenige, der uns das Buch von Ibn Ishaq im Grunde genommen überliefert hat, in seinem Buch über die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sprechen wir heutzutage auch immer wieder über Sira Ibn Hisham, obwohl es eigentlich was ist? Die Sira von Ibn Ishaq, die er kommentiert. Ibn Hisham, er spricht darüber, dass in dieser ersten Zeit, diese Awail, die ersten, die den Islam angenommen haben, Ar-Ra'il al-Awwal, diese erste Generation, ca. 40 Männer und Frauen gewesen sind. Ein anderer Sira-Gelehrter, Al-Ya'muri, er spricht von ca. 50. Manche sagen, es sind so vielleicht ein paar mehr gewesen, bis zu 60 Personen, welche den Islam in dieser ersten Zeit angenommen haben. Was waren das für Leute gewesen? Waren das alles Sklaven und Unterdrückte gewesen, wie es manche Autoren über die Sira behauptet haben, wie beispielsweise Al-Buti, rahmatullahi alayhi, möge Allah ta'ala sich seine erbarmen, der ebenfalls ein wichtiges Buch über die Sira geschrieben hat, Fiqh al-Sira, und einige andere Autoren, die gesagt haben, es waren fast alles Unterdrückte und Bedürftige und Sklaven gewesen. Oder wer waren diese 40 bis 50 oder 60 Leute gewesen, die den Islam angenommen haben? Wenn wir uns die näher anschauen, dann werden wir sehen, dass insgesamt nur 13 Personen wirklich Bedürftige und Sklaven gewesen sind. Zu denen unter anderem Bilal gehörte, Ammar ibn Yasir, Suhaib al-Rumi, Sumayya, die Mutter von Ammar ibn Yasir, der Vater von Ammar ibn Yasir,
Das waren ehemalige Sklaven gewesen, oder sie waren Sklaven gewesen, welche dann später auch gefoltert wurden, wie wir dann später noch inshallah ta'ala in der nächsten Woche oder übernächsten Woche erzählen werden. Das waren ungefähr 13 Personen gewesen. Der Rest aber von diesen 50 bis 60 Leuten waren alles angesehene Menschen gewesen. Sowohl Männer als auch Frauen. Wenn wir von Khadija sprechen, dann sprechen wir von einer angesehenen Frau. Fatima bint al-Khattab, die Schwester von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anh, eine angesehene Frau. Alle anderen, ja, waren ebenfalls Leute gewesen, die frei waren und denen es sogar relativ gut ging. Wenn wir von Uthman ibn Affan sprechen, ja, oder von anderen. Wir werden uns gleich mal anschauen, inshallah ta'ala, aus welchen Stämmen sie eigentlich kommen. Was ganz, ganz wichtig, wenn wir gerade über die Internationalität der Da'wah sprechen, dass die Da'wah nicht nur auf die Quraysh bezogen war, sondern vom ersten Moment an eine Da'wah war, welche an alle Menschen verkündet werden sollte. Darauf kommen wir aber gleich zu sprechen, inshallah. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum stehen aber gerade diese Unterdrückten so im Vordergrund? Das hat mehrere Gründe. Einmal liegt der Grund darin, dass wir viele Überlieferungen von ihnen haben, weil sie immer wieder gefoltert wurden. Und dementsprechend, wie immer wieder dieses Bild haben, die ersten Muslime wurden unterdrückt und gefoltert. Und der Eindruck entsteht, ah, das waren alles Sklaven gewesen. Aber nein, es ging hier nicht um einen Kampf der Klassen im kommunistischen Sinne. Ja? Dass die untere Klasse, die Arbeiterklasse, ja, versucht hat, sich gegen die Reichen, die Bourgeoisie oder andere zu stellen. Nein, es waren viele gewesen, die einfach von der Botschaft überzeugt waren und denen es gut ging. Es war ein buntes Gemisch gewesen. Es ist zwar richtig, dass Herakl, als Abu Sufyan bei ihm gewesen ist, der byzantinische Herrscher, als Abu Sufyan mit ihm sprach und er ihn fragte über diesen neuen Propheten und er sagte, wer befolgt ihn eigentlich? Sind das eher die Armen und Schwachen oder sind es eher die Reichen und Starken? Woraufhin er sagte, eher die Armen und Schwachen. Und Herakl daraufhin sprach, das sind auch die Anhänger der Propheten. Was ist aber damit gemeint? Ibn Hajar erläutert das. Damit ist nicht gemeint, dass sie alle Sklaven gewesen sein müssen, sondern damit ist gemeint, dass es sich nicht um Leute handelte, welche überheblich waren. Und dementsprechend, wer überheblich ist, der wird die Botschaft auch nicht annehmen. Allah Ta'ala, er sagt es gleich in Surat Al-Alaq, nach dieser ersten Offenbarung. Was sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala? Auch in Surat Al-Alaq. Ja, nachdem Allah Ta'ala diese ersten Verse offenbart hat, ja, heißt es Kalla innal insana la yatwa, gleich nach diesen allem al insana ma lam ya'lam. Nein, keineswegs, der Mensch überschreitet. Ja. Ar-ra'ahu istaghna. Du siehst ihn, wie er versucht, unabhängig zu sein. Überheblich glaubt, er wäre etwas Besseres. Er ist nicht auf einen Gott angewiesen. Und das ist damit gemeint. Allah Ta'ala, er spricht in Surat ja, Al-Ma'idah über diejenigen, von den Leuten der Schrift, welche die Botschaft Allahs annehmen. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَى. Du wirst sehen, wie diejenigen, die den Muslimen, den Gläubigen gegenüber am nächsten sind und am meisten Zuneigung haben, jene sind, die sagen, wir sind Nasara, also Nazareter, also Leute, die Christen sind. Welike, die Begründung ist wichtig. Welike, das warum? Bi'anna minhum Qissisin, weil es unter ihnen Qissisin gibt, das heißt Priester, wa ruhbana und Mönche, und jetzt ist das ganz Wichtige, wa annahum la yastakbirun, und weil sie nicht überheblich sind. Wer überheblich ist, der wird die Botschaft daraus nicht annehmen. Also ist mit dem Du'afa, mit dem Schwachen nicht unbedingt immer was gemeint, jemand, der schwach ist, der eine schwache gesellschaftliche Stellung hat, sondern damit ist auch gemeint, Menschen, die einfach nicht überheblich sind und welche sich vielleicht auch für die Schwachen einsetzen. Also es war ein buntes Gemisch gewesen von Menschen, welche diese erste Botschaft aus voller Überzeugung angenommen haben. Und jetzt, wenn wir uns anschauen, aus welchen Stämmen sie kommen, dann sehen wir, dass viele von ihnen zu den Quraysh gehörten, aber viele auch nicht zu den Quraysh gehörten. Aus wie vielen Unterstämmen, sogenannten Butun, bestand denn die Quraysh? Wie viele Unterstämme hatte die Quraysh? Quraysh ist der Oberstamm. Wie viele Unterstämme gab es? Butun. Also innerhalb der Quraysh nochmal Sippen. 12.
Und wenn wir uns jetzt anschauen, hier gibt es ein schönes Buch, das heißt Al-Manhaj al-Haraki al-Sir al-Nabawiyya, hat das sehr, sehr schön aufgelistet. Ja? Er zählt jetzt diese 12 Sippen auf von den Quraysh und er zeigt uns auf, dass hier alle bunt gemischt sind. Zu welcher Sippe gehörte denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ja, ja, das ist alle Quraysh. Quraysh ist der Oberstamm. Zu welcher Sippe gehörte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ja, dem Benu Hashim. Und wenn wir uns das mal anschauen von diesen 60 Leuten, oder ja, er hat jetzt hier 60 Leute aufgenommen, 59 aufgezählt, die zu dieser ersten Generation gehörten. Zu diesen 60 gehören gerade mal 7 Leute. Ali ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib, al-Fadl bint al-Harith, Ubaida ibn al-Harith, Asma bint al-Umays, Khadija bint al-Khuwailid und Zayd ibn Haritha. Alle anderen gehörten teilweise sogar zu jenen Sippschaften, welche in Konkurrenz standen zu den Banu Hashim. Wie beispielsweise die Banu Makhzum. Guck mal, von den Banu Makhzum sind ebenfalls 7, welche vom ersten Moment an den Islam angenommen haben. Zu ihnen gehören Abu Salama ibn Abd al-Asad, Ayash ibn Abi Rabi'a, Ammar ibn Yasir, Asma, die Frau von Ayash, Yasir ibn Amir, Sumayya bint Khayyat, Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Und zu denen kommen wir gleich zu sprechen, inshallah, dazu Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Und da sehen wir, es ist ein buntes Gemisch gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist nicht mit einer Botschaft gekommen, für seine eigene Familie, um die Banu Hashim in den Vordergrund zu stellen, oder die Quraysh. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist vom ersten Moment an mit einer Botschaft gekommen, für die gesamten Weltenbewohner. Und es ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Warum? Weil es nämlich viele Orientalisten gibt, welche über die Sira gesprochen haben, welche behaupten, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam wurde erst im Laufe der Zeit, als er in Medina gewesen ist, bewusst, dass seine Botschaft international ist. Aber am Anfang war seine Botschaft nur an die Araber gerichtet gewesen, und zwar ganz konkret an den Stamm der Quraysh. Unsinn. Dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam war vom ersten Moment an klar gewesen, seine Botschaft ist für die gesamte Welt. Und nicht nur für einen bestimmten Stamm. Und nicht nur für die Araber. Vom ersten Moment an ist dies dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam bewusst gewesen. Und deswegen, warum ist gleich jemand zum Islam übergetreten, der ursprünglich Perser gewesen ist? Salman al-Farisi. Warum hat Suhaib al-Rumi, der ursprünglich aus Byzanz stammt, den Islam angenommen? Wenn doch diese Botschaft nur an die Quraysh gerichtet ist. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht die Banu Hashim in den Vordergrund gestellt? Und es war ein buntes Gemisch gewesen, sogar aus anderen Sippschaften, welche in Konkurrenz standen zu den Banu Hashim. Und da sehen wir, meine lieben Geschwister im Islam, worum es ging. Warum ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Medina begraben und nicht in Mekka? Seine Heimatstadt. Warum in Medina? Dort ist doch überhaupt nicht seine Familie gewesen. Nur seine Onkel mütterlicherseits. Wenn es doch wirklich um Mekka ging würde, um die Quraysh gehen würde, dann hätte er sich doch wo begraben lassen? In Mekka. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, meine lieben Geschwister im Islam, dass wir das verstehen, dass der Islam eine Botschaft ist, welche an alle Menschen gerichtet ist. Und es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die meisten Gelehrten in der islamischen Geschichte nicht arabischen Ursprungs waren. Selbst die Gelehrten der arabischen Sprache. Sibawayhi. Ja? Was hat er da geschrieben? Eines der wichtigsten Werke der arabischen Sprache und der Grammatik überhaupt. Er ist nicht Araber gewesen. Wenn wir sogar die Lesarten des Koran nehmen, wisst ihr, dass die, ich glaube, 6 von 7, von denen das überliefert wird, sind nicht Araber gewesen. Alles nicht Araber. Wir haben von Nicht-Arabern den Koran gelernt. Es ist eine internationale Botschaft. Eine internationale Botschaft für alle Menschen. Und ich wundere mich daher, dass manche Muslime, und deswegen achtet auf euer Vokabular, manche Muslime heutzutage, die machen unbewusst einen Fehler. Sie sagen immer wieder, und das findest du immer wieder, das findest du sogar manchmal von Leuten, wo du denkst, das dürfte von solchen Leuten gar nicht kommen. Sogar von islamischen Funktionären. Sie sagen, die Muslime und die Deutschen, was ist das? Als wäre der Islam eine was? Als wäre der Islam irgendwie eine, keine Ahnung, eine Volksgruppe. Der Islam ist eine Religion, man kann nicht sagen, der Islam und die Deutschen.
die Muslime und die Deutschen. Sondern es gibt deutsche Muslime und es gibt deutsche Nicht-Muslime. Und es gibt Bio-Deutsche, welche den Islam angenommen haben. Wie nenne ich sie denn dann? Sind sie jetzt keine Deutschen mehr? Vom ersten Moment an war klar gewesen, der Islam ist eine Botschaft an alle Menschen. Und jetzt, meine lieben Geschwister im Islam, ganz, ganz wichtig. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in dieser ersten Phase gemacht? Wie hat er überhaupt jetzt konkret sich um seine Gläubigen gekümmert? Ich meine, das war im Geheimen gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat in dieser Zeit versucht, in kleinen Gruppen die Menschen zu erziehen. Und interessant ist, von den 60, welche den Islam angenommen haben, am Anfang ist nicht ein einziger vom Islam abgefallen. Nicht ein einziger ist vom Islam abgefallen. Von diesen 60 sind alle gefestigt geblieben. Manche von ihnen sind gestorben und wurden getötet aufgrund ihres Islam, wie Sumayya beispielsweise und der Vater von Ammar ibn Yasir. Keiner von ihnen ist vom Islam abgefallen. Es war das Fundament des Islam gewesen. Was für eine Ehre für diese Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sie auserwählt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sie mit seiner Menschenkenntnis auserwählt. Und sie waren die Stütze gewesen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihnen Privatunterricht gegeben. Oh, stell dir mal vor, du kriegst Privatunterricht bei einem großen Gelehrten. Ja, es gibt immer so einen allgemeinen Unterricht, wo der Gelehrte dann vor allen Leuten spricht in der Moschee. Und dann gibt es Privatunterricht. Und stell dir mal vor, 3 Jahre lang bekommst du Privatunterricht. Bei wem? Beim besten aller Lehrer. Beim besten aller Erzieher überhaupt. Und wie hat das der Prophet getan, sallallahu alaihi wa sallam? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich jemanden ausgesucht, bei dem nicht bekannt war, dass er Muslim war, der sehr jung war und der auch noch zu einem konkurrierenden Stamm gehörte. Nämlich Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Zu welchem Stamm gehörte, haben wir gerade gesagt gehabt. Zu welchem Stamm gehörte er? Oder zu welchem Unterstamm der Quraysh? Zu den Banu Makhzum. Und die Banu Makhzum und die Banu Hashim waren so gewesen. Ne? Immer, wir versuchen uns gegenseitig zu übertreffen. Und wo war das Haus von Al-Arqam gewesen? Wie alt war denn Al-Arqam gewesen? Wisst ihr das? War gerade mal 16 Jahre alt gewesen. Im Übrigen, das ist auch noch wichtig. Ja? Hört euch mal an, Uthman war 34, Abdurrahman ibn Auf war 30, Sa'd ibn Abi Waqqas war 17 Jahre alt, Zubayr ibn Amr war 12 Jahre alt. Wer ist hier 12 Jahre alt? Wer ist hier 12? Wie alt bist du? 16, okay. Du gehörst eher zu der Kategorie Sa'd ibn Abi Waqqas. Ja? Ist hier jemand, der 12 Jahre alt? Meine Tochter, Zahra, wo bist du? Ja? Die ist oben. Zahra, bist 12 Jahre alt. Ja? Ja? Wer ist 13 Jahre alt? Du bist auch 12, siehst du? Du bist in der Kategorie von Zubayr ibn Awwan. Wer ist 13 Jahre alt? Gibt es hier 13-Jährige? Gibt es hier jemanden, der 13 ist? Ha? Talha ibn Ubaidillah. Ist 13 Jahre alt gewesen. Ist hier jemand, der 10 Jahre alt ist? Ha? Ihr, wie alt seid ihr? Wie alt bist du? 12. Ja? Du bist in der Kategorie von Zubayr ibn Awwan. Und du bist auch 12 Jahre alt? 13. Ja? Du bist in der Kategorie von Talha ibn Ubaidillah. Das sind die Stützen des Islam gewesen. Jugendliche. Der Prophet versammelt sich in einem Haus von einem 16-Jährigen. Al-Arqam ibn Abi Arqam, der nicht zu seinem Stamm gehörte. Wo war das Haus von Al-Arqam gewesen? Weiß es jemand? Wo sein Haus war? Ich habe es heute extra nochmal nachgeschaut. Sein Haus ist direkt am Sofa gewesen. Also hier, wenn wir hier, ich habe mir, vielleicht können die Brüder auf Facebook, die Geschwister auf Facebook das sehen. Ja, hier ist sozusagen, ja, sieht man das? Auf Facebook? Ja? Ich muss mal gucken hier. Vielleicht sieht man das jetzt. Ja? Hier ist As-Safa und genau hier hinter dem As-Safa ist das Haus von Al-Arqam ibn Abi Arqam gewesen. Was? Ja? Das Haus von Al-Arqam ibn Abi Arqam. Direkt am Safa. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er versammelt sich dort mit den Gläubigen im Geheimen. Keiner kommt auf die Idee, dass der Prophet sich dort versammeln könnte. Und deswegen, es wird nicht überliefert, dass in irgendwann einmal das Haus von Arqam gestürmt wurde. Oder es eine Razzia gab seitens der Quraysh oder ähnliches. Ja, ja, gab's ja auch, hätte auch damals geben können. Ja? Sie hätten es ja auch stürmen können. Haben sie aber nicht gemacht. Sondern es ist die ganze Zeit geheim geblieben. Weil sie gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass ein Jugendlicher sein Haus zur Verfügung stellt.
Und auch noch einer von den Banu Makhzum. Weil in welchen Kategorien haben die Quraysh gedacht? Sie haben in den Stammeskategorien gedacht. Haben gesagt, niemals würde einer von den Banu Hashim ja, sich in einem Haus versammeln von den Banu Makhzum. Aber sie wussten nicht, dass das die Botschaft Allahs ist. Und dass die Botschaft Allahs international ist. Und keine Stammeskategorien kennt. Und auf jeden Fall haben sie sich dort versammelt. 3 Jahre lang hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann in dieser Zeit die Muslime dann ausgebildet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja? Erstens, warum hat der Prophet das überhaupt geheim gehalten? Ich meine, er ist doch Prophet. Er dürfte doch gar keine Angst haben vor den Menschen. Er müsste doch voll und ganz vertrauen auf Allah. Gerade die Muslime müssten doch gefestigt sein. Warum sollten sie denn Angst haben? Was würdet ihr sagen? Was ist der Grund, warum Allah Ta'ala, ich meine natürlich Allah hat das von ihm verlangt, warum Allah Ta'ala, wenn es auch die Botschaft Allah ist, jetzt stellt sich die Frage, was ist der Grund, warum Allah, er hätte sie doch beschützen können. Und trotz alledem, Allah von ihm verlangt hat, dass sie die Botschaft in den ersten 3 Jahren geheim halten sollen. Was würdet ihr sagen? Was könnte der Grund sein? Ja. Ah, kann nicht Allah sie durch ein Wunder beschützen? Ich meine, der erste Bruder sagt, es wäre nicht möglich gewesen aufgrund der, sage ich mal, Tatsachen. Allah hätte sie doch beschützen können durch ein Wunder. Man wollte ganz am Anfang die einzelnen wenigen Personen sozusagen stark machen, damit sie von äußerem Einfluss. Er wollte die einzelnen Personen stark machen, richtig, hätte er das aber nicht machen können, indem er einfach öffentlich an die Leute geht. Beeinflusst von anderen, ja? Wie bitte? Er musste erst selbst realisieren. Nee, zu dem Zeitpunkt wusste er. Das waren nur die ersten beiden Male gewesen, wo der Prophet das nochmal realisieren musste. Aber er war sich absolut sicher gewesen, ja. Ich meine, er zieht uns ja und bringt uns bei, dass man die Maßnahmen ergreifen sollte, die man hat. Man muss die Maßnahmen ergreifen, die man hat, Nummer eins. Und das ist ganz, ganz wichtig. Einer der Gelehrten, er hat gesagt, hört euch mal an, was dieser Gelehrte gesagt hat. Er hat gesagt, La tusadimu Nawamis al-Kawni, fa'innaha ghallaba. Was sind die sogenannten Nawamis al-Kawn? Die Nawamis al-Kawn sind die sogenannten Sunan al-Kawn, Sunan al-Kawni. Versucht euch ja nicht gegen die Gesetzmäßigkeiten dieses Universums zu stellen. Warum? Weil sie sind immer die Gewinner. Es gibt Gesetzmäßigkeiten in diesem Universum. Die kannst du nicht einfach außer Acht lassen oder aussetzen, außer es geschieht ein Wunder, wie gesagt. Das ist etwas anderes. Aber grundsätzlich, wenn ich ins Feuer springe, was passiert dann? Verbrenne ich. Wenn ich jetzt als starker Mu'min einfach sagen würde, ich werde ganz alleine gegen einen Herrscher kämpfen, was passiert dann? Werde ich gewinnen können, alleine? Egal wie stark mein Iman ist, selbst wenn ich ein Prophet bin, werde ich gewinnen können? Ich werde nicht gewinnen können. Es gab viele Propheten, die getötet wurden, oder? Das sagt Allah im Koran. وَتَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ Ihr habt die Propheten getötet, ohne Recht. Prophet! Aber ein Prophet ist ein Mensch. Und es gibt einfach in diesem Universum Gesetzmäßigkeiten, die ich nicht ändern kann. Und nehmen wir an, ich sage, لَا تُصَادِمُوا نَوَامِيسَ الْكَوْنِ فَإِنَّهَا غَلَّابَ وَلَكِنْ غَالِبُوهَا وَاسْتَخْدِمُوهَا وَحَوِّلُوا تَيَّارَهَا وَاسْتَعِينُوا بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ Was müsst ihr machen? Versucht über sie Hand zu gewinnen und nutzt sie in eurem Sinne und versucht ihren Strom in eure Richtung zu bewegen und versucht sie zu nutzen, die einen gegen die anderen. Was ist damit gemeint, meine lieben Geschwister im Islam? Das heißt, es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die kann ich nicht ändern. Und Allah, der Schöpfer dieser Gesetzmäßigkeiten, er hat von uns verlangt, sie zu berücksichtigen. Und deswegen hört mal zu, was Allah Ta'ala sagt. In Surat Al-Anfal. Ya ayyuhan nabiyyu harridin mu'minina ala al-qital. O Prophet, rufe die Gläubigen zum Kampf auf. Und jetzt hört zu. إِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ Sollte es unter euch 20 Geduldige geben, so werden sie 200 besiegen, also 1 zu 10. وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا Und sollte es unter euch 100 geben, so werden sie 1000 von jenen besiegen, welche die Wahrheit überdeckt haben. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Ja,
weil sie Leute sind, die nicht verstehen. Und jetzt hört zu. الآن خفف الله عنكم. Jetzt hat Allah es euch leichter gemacht. وعلم أن فيكم ضعفا. Und er weiß, dass unter euch Schwäche herrscht. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. Sollte es unter euch 100 Geduldige geben, so werden sie 200 besiegen. 1-2. وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله. Und sollte es unter euch 1000 geben, so werden sie mit der Erlaubnis Allahs 2000 besiegen. والله مع الصابرين. Allah ist mit den Geduldigen. Also das höchste der Gefühle ist was? Da muss man wirklich absolut stark sein. Was ist das höchste der Gefühle? 1-10. Das, wenn du wirklich eine Gruppe hast von Leuten, die die Stufe der Leute vom Badr erlangt haben. Wenn du Leute hast, die so sind, wie die Leute, welche um, Talut gewesen sind. Mit Dawud alayhi salam. Aber sonst in normalen Fällen, wenn ihr gläubig seid, aber, ja, sage ich mal, auch standhaft, aber nicht so stark, ja, dann höchstens 1-2. Allah Ta'ala, er sagt das im Koran. Ich muss das berücksichtigen. Und stellt euch mal vor, der Prophet wäre vom ersten Moment an mit der Botschaft an die Öffentlichkeit getreten. Sie hätten sofort die Botschaft Allah Subhanahu wa Ta'ala beendet. Weil der Prophet noch gar keine Möglichkeit hatte, sich in irgendeiner Weise, der hat noch keine Gemeinschaft gehabt, nichts. Und dann, ganz wichtig, der Prophet wollte die Leute erst einmal erzählen, er brauchte ein Fundament für seine Botschaft. Und dementsprechend, wie ihr gesagt habt, richtig, ja, er musste sich darauf konzentrieren. Darum ging es in den ersten 3 Jahren, die Leute zu erziehen. Und wenn du dann eine Gemeinschaft hast von 60, 70 Leuten, auf die du dich stützen kannst, dann kannst du an die Öffentlichkeit gehen. Und das muss berücksichtigt werden. Und, meine lieben Geschwister im Islam, wir kommen langsam zum Ende, inshallah ta'ala. Aber noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit dem wir zum Ende kommen werden. Und zwar, was ist es denn gewesen, worauf sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser ersten Phase konzentriert hat? Worauf hat er sich konzentriert? Wie hat er seine Gefährten erzogen? Mit was? Was? Charakter, okay. Mit dem Herzen. Also. Mhm. Tazkir, die Reinigung der Herzen, absolut korrekt. Ja, Allah Ta'ala, er sagt über diese erste Gruppe, وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ. Ja, hab Geduld mit jenen, welche ihren Herrn bitten, des Morgens und des Abends und nach seinem Antlitz streben. Und ist ganz, ganz wichtig, was ist denn das erste Gebot gewesen? Das allererste Gebot nach dem Iman an Allah. Das erste Gebot, was man umsetzen musste. Was war das allererste gewesen? Ich habe schon was gehört hier. Das Gebet. Sie haben ja nicht gesagt, das Gebet? Haben die Muslime denn schon gebetet? Ich dachte, das Gebet wurde erst zur Pflicht beim Isra und Mi'raj. Ungefähr im 10. Jahr nach der Bi'fa, nach der Entsendung des Propheten zu Hause und seiner Berufung zum Propheten. Das Gebet, ja. Direkt nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Botschaft erhalten hat, kam Jibril alaihi salam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er hat ihm gezeigt, wie man Wudu macht und wie man betet. Aber das Gebet war noch nicht 5-mal am Tag Pflicht, sondern es war freiwillig gewesen in der Nacht und am Morgen und am Abend. Hört mal zu, was Allah was überliefert wird. Und zwar wird überliefert von Ibn Ishaq. Er sagt, حدثني بعض أهل العلم. Einige der Gelehrten haben mir berichtet, أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم, als das Gebet zur Pflicht wurde für den Gesandten Allahs, أتاه جبريل وهو بأعلى مكة. Kam zu ihm Jibril, als er sozusagen ganz im Norden von Mekka war. فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين. Und er hat dann mit seiner Ferse auf den Boden geschlagen, ja, so dass eine Quelle, Wasserquelle hervorquoll. فتوضأ جبريل عليه السلام machte Wudu ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. Und der Prophet schaute auf ihn, zu ihm, ليريه كيف الطهور للصلاة, damit er ihm zeigte, wie man sich
zum Gebet reinigte. ثم توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Und dann machte der Prophet صلى الله عليه وسلم Wudu. كما راى جبريل wie er جبريل عليه السلام sah. توضا, also wie er Wudu machte. ثم قام جبريل عليه السلام. Und dann stand جبريل عليه السلام auf. فصلى به وصلى النبي. Und dann hat er gebetet und جبريل hat gebetet. بصلاته, also mit جبريل عليه السلام betete der Prophet صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف جبريل. Und dann ging جبريل عليه السلام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة. Dann ging der Prophet صلى الله عليه وسلم zu خديجة. فتوضأ لها يريها كيف الطهور بالصلاة. Und er machte vor ihr Wudu, um ihr zu zeigen, wie man sich für das Gebet reinigt. كما أراه جبريل, wie es ihm جبريل عليه السلام zeigte. فتوضأت كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Woraufhin sie Wudu machte, wie der Prophet صلى الله عليه وسلم Wudu machte. ثم صلى بها رسول الله. Und dann betete der Prophet صلى الله عليه وسلم vor ihr vor, كما صلى به جبريل, wie جبريل vor ihm gebetet hatte. فصلت بصلاته. Und sie schloss sich ihm an und betete mit ihm. Und betete mit ihm. Allahu Akbar. Das erste Gebot. Vom ersten Moment an Gebet. Es geht nicht anders. Du kannst dich nicht reinigen ohne das Gebet. Es geht nicht. Du kannst alle Wege gehen. Am Ende wirst du dich nicht reinigen können, wenn du nicht vor deinem Schöpfer stehst. Es gibt Leute, die sagen, ich kann mich doch auch so läutern, ich kann mich doch auch so reinigen. Hauptsache, ich habe ein reines Herz, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Die einzige Möglichkeit, damit du dich wirklich reinigst, ist dein Gebet. Es war vom ersten Moment an die Stütze für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es war das gewesen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam neben der Verkündung seiner Botschaft seinen Gefährten beibrachte, sodass sie des Morgens und des Abends ihren Schöpfer anflehen. Und deswegen, was sagt Allah ta'ala Surat al-Muzammil? Haben wir doch erwähnt gehabt, oder? Was ist in Surat al-Muzammil? Worum geht es in Surat al-Muzammil? Ja? Worum geht es? قم الليل إلا لحظة حتى قم الليل إلا قليلا. Steh in der Nacht auf zum Gebet, ja? Wie sollte er das machen, wenn er nicht wusste, wie er betet? نصفه أو ينقص منه قليل, die Hälfte oder ein bisschen weniger. بعدين حبيبتي خليني أنا أكمل الدرس وبعدين. Okay, ja. Ja, تعال تعال تعال. Ja, اجلسي هنا. بعدين حبيبتي. Ja. قم الليل إلا قليلا. Ha? Das heißt. بعدين حبيبتي. Entschuldigt bitte. Ja? Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat vom ersten Moment an das Gebet beigebracht bekommen. Und ich schließe ab mit einem schönen Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie sehr wir auf dieses Gebet angewiesen sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wie es Abdullah ibn Mas'ud von ihm überlieferte, tahtariquna, tahtariqun, ihr verbrennt, fa'idha sallaytum al-fajr ghasalatha, wenn ihr dann das Morgengebet verrichtet, dann wird das gewaschen, wieder gelöscht, dieser Brand. ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ. Und ihr brennt aufgrund eurer Sünden, aufgrund eurer Fehler. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا. Und wenn ihr dann das Mittagsgebet vollzieht, wird es wieder gelöscht. Und die Sünden werden gewaschen. ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ. Und dann verbrennt ihr wieder. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا. Wenn ihr dann das Nachmittagsgebet vollzieht, wird es wieder gelöscht. Eure Sünden werden gewaschen. ثم تحترقون تحترقون. Und dann verbrennt ihr wieder. فإذا صليتم المغرب غسلتها. Wenn ihr dann das Abendgebet vollzieht, wird es gelöscht und gewaschen. ثم تحترقون تحترقون. Und dann brennt ihr. فإذا صليتم العشاء غسلتها. Und wenn ihr dann das Nachtgebet vollzieht, wird der Brand gelöscht. Und eure Sünden werden gewaschen. ثُمَّ تَنَامُونَ. Und dann schlaft ihr. فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِظُوا. Und es wird nichts niedergeschrieben gegen euch, bis ihr aufwacht. Ja, Salah. Das Gebet. As-Salah, As-Salah. Das Erste, was der Prophet offenbart bekommen hat. Und das Letzte, was er uns ans Herz legte. As-Salah, As-Salah. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Das Gebet. Und was ihr mit euren Rechten besitzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in die Fußstapfen der Leute von Dar al-Arqam ibn al-Abi al-Arqam treten lassen. Möge Allah ta'ala uns ebenfalls so festigen, wie er die Leute gefestigt hat, welche in diesem Haus von unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erzogen wurden. Mögen wir
diese Liebe zu dem Gebet entwickeln, so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und diese erste Generation das Gebet geliebt hat. Möge Allah ta'ala uns so festigen und uns so standhaft sein lassen, wie er Abu Bakr und Khadija, wie er Zayd ibn Haritha und Ali ibn Abi Talib, wie er Uthman ibn Affan und Sa'd ibn Abi Waqqas gefestigt hat. Möge Allah ta'ala uns in die Fußstapfen dieser ersten Generation treten lassen. Amin ya Rabbil Alamin. Ich danke euch, meine lieben Geschwister im Islam, für eure Aufmerksamkeit. In der nächsten Woche, insha'Allah ta'ala, werden wir dann über den zweiten Abschnitt sprechen, wie es dann weiterging nach dieser geheimen Phase, um zu erfahren, wie dann die Quraysh darauf reagiert haben, wie standhaft die Muslime geblieben sind und wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit dieser Unterdrückung und Verfolgung umgegangen ist. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. Inshallah an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa ladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasabil haqqi. Tawasabil sabr.